Ich glaube, man kann es sich sehr schön vorstellen, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen und überlegen, was die zweite Revolution im Internet war. Und das war das Web 2.0. Und wenn man heute fragt, was ist das Entscheidende gewesen, dann ist es der Übergang gewesen von Passivität zu Aktivität. Und das ist ein guter. Das heißt, sie haben vorher wie vor einer Glotze gesessen, haben sich Websites angeguckt. Das war schon mal ganz toll, aber mehr war nicht. Und das Web 2.0 hat es für Leute leicht gemacht, für jedermann Inhalte ins Web zu stellen, also aktiver Produzent zu werden. Und damit kriegt das ja eine neue Dimension. Wir haben die sozialen Netzwerke, wir haben Wikipedia, wir haben Blogs und so weiter. Hat also erstmal ganze Industrien aufgemischt, hat aber, wenn Sie so wollen, die Kreativität und das Innovationspotenzial ja, der Vielfalt aufgenommen, zwar weltweit. Das gibt eine enorme Beschleunigung. Jetzt tun wir das mal rüber auf Industrie, also auf Objekte. Der erste Schritt ist die eingebetteten Systeme gewesen. Wir haben ihnen Intelligenz gegeben. Also wir haben Software lokal gemacht, weil die Chips billig wurden etc. Und wenn ich jetzt den zweiten Schritt gehe, werden plötzlich Produkte intelligent. Es werden Produktionseinheiten intelligent. Was heißt das? Das heißt, das Produkt ist nicht mehr passiv, das steht da rum, wird auf ein Fließband gelegt, läuft dort rum und wenn irgendwas schief geht, ja, was weiß es? Gar nichts weiß es. Dann geht es schief, der Mensch greift ein, sondern ist jetzt plötzlich intelligent. Das heißt, es wird aktiver Player. Es weiß, was es ist. Es weiß, wie es produziert werden sollte. Es kennt seine Qualitätsdinge. Es weiß seinen Zustand. Es weiß, okay, ich brauche noch 3 Schritte, um fertig zu werden. Und es weiß vielleicht auch, dass die 3 Schritte nicht unbedingt nur bei dem Roboter gehen. Das ist eine gewisse lokale Intelligenz. Und wenn dieser Roboter jetzt belegt ist, dann kommt jetzt nicht einer hin und sagt, oh, Fehler, 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 sondern das Produkt hat vielleicht noch in seinem Gedächtnis eine zweite Alternative und sagt, stopp, jetzt gehe ich mal nach links. Wir haben das Ganze Industrie 4.0 genannt, also die 4. industrielle Revolution, weil wir gesagt haben, das erste war der mechanische Webstuhl, das zweite war das Fließband und das dritte war die frei programmierbare Maschine, also der Automat, wenn man so will. Die 4. Revolution ist jetzt die, ich sag mal, Vernetzung von autonomen Systemen mit lokaler Intelligenz, die miteinander reden können, nicht durch semantische Technologien, wo auch, ich sag mal, nicht nur Maschinen miteinander kommunizieren, sondern natürlich auch die Interaktion Mensch-Maschine eine ganz andere wird. Wir werden ja auch in der Zukunft, ich sag mal, in einer Fabrik auch zunehmend die Menschen sehen, die mit Tablets und mit iPhones rumlaufen und Management by Exception machen. Das heißt also nicht, wie man sich das früher vorgestellt hat, große Leitstände, wo dann die Leute drin sitzen, sondern ich stelle mir schon vor, dass die Leute, die dort vor Ort sind, und das werden natürlich gut ausgebildete Leute sein, hier Meldungen bekommen und die letzten Entscheidungen treffen, also Ausnahmedinge bearbeiten. Denn eins ist klar, trotz aller Autonomie werden die Maschinen nicht die Herrschaft übernehmen. Abläufe werden komplexer. Jetzt fragen Sie, warum werden die komplexer? Das liegt an uns. Wir wollen immer individuelle Produkte haben. Und die Produktion wird versuchen, diesen Hang nach Individualität bei noch niedrigeren Kosten und noch besserer Qualität irgendwie hinzubekommen. Und diese Systeme gehen in diese Richtung. Also insofern, wir sind diejenigen, die das machen. Und das bedeutet, das Ganze wird komplizierter, es wird komplexer, es wird weniger standardisiert. Und von daher gesehen müssen Sie den Menschen, die dort arbeiten, auch Hilfestellungen geben. Sie müssen ihnen Hilfestellungen geben mit Assistenzsystemen, um diese Komplexität zu beherrschen. Deswegen habe ich gesagt, zum Beispiel Management by Exception. Das ist ja eine typische Sache. Und sie müssen natürlich auch Hilfestellung geben, was die körperliche Arbeit betrifft. Also diese Räume sind sauberer, es ist angenehmer zu arbeiten. Die Roboter werden schrittweise, wie Herr Walster mal sagte, aus den Käfigen befreit und werden mehr interagieren, wie ich sag mal, eine Hilfestellung an sie. Damit müssen die weicher sein im Anfassen. Die müssen ausweichen können, wenn sie mal eine falsche Bewegung machen. Es wird mehr Prothesen geben, die es auch erleichtern, die körperliche Arbeit zu machen und. Das kommt alles noch dazu. Ich glaube, Technik wird generell attraktiver.
Wir haben zwar das Problem, das muss man auch erwähnen, dass die Nutzung attraktiver wird, dass also sich junge Menschen mit der Nutzung auseinandersetzen, vielleicht mehr als früher. Wir müssen aufpassen, dass diese Dinge zu produzieren genauso attraktiv bleibt, dass man sich also in gleichem Maße, wie ich das noch aus meiner Generation kenne, auch dafür interessiert, ja, wie funktioniert das denn im Inneren? Das ist heute alles so leicht und so gekapselt, dass man da gar nicht mehr reingucken kann. Also man hat gar keine Chance mehr, wie früher in ein Röhrenradio reinzugucken und das noch blinken zu sehen, ja, und zu sagen, ach, da ist ja so ein dicker Widerstand und jetzt nehme ich den mal raus. Das ist ja alles nicht mehr möglich durch die Miniaturisierung. Und von daher gesehen geht so ein bisschen, ich sag mal, dieses Interesse am Machen zurück. Und das ist natürlich auch etwas, wo eine Akademie der Technikwissenschaften versucht, gegenzuwirken. Also nicht nur die Begeisterung zu halten, Technik zu nutzen, was ganz wichtig ist, sondern auch Technik zu produzieren. Ich glaube, dass Digitalisierung der Trend schlechthin ist, den wir haben. Er wird so von der Gesellschaft nicht gesehen. Vielleicht spreche ich ein bisschen pro domo, aber nicht umsonst redet man von der digitalen Gesellschaft. Und die Digitalisierung wird ermöglicht durch zwei Dinge. Natürlich durch den rasanten Fortschritt in der Hardware, den sollten wir nicht vergessen. Denn wenn wir nicht diese enorme Leistungsexplosion hätten, könnten wir es uns nicht leisten. Wir könnten alle diese Intelligenz nicht lokal einbauen und. Das ist eine Säule. Die zweite ist die Software. Das heißt, die ganze Hardware ist ja zu nichts Nutze, wenn sie nicht irgendwie gesteuert mit Intelligenz versehen ist. Das ist Software. Und Software hat eine Flexibilität, die ist enorm. Die haben wir nirgends anders. Also ein Software-Ingenieur kann heute alles simulieren, auch Welten, die es nicht gibt. Denn er ist nicht an die Naturgesetze gebunden, nur mal als ein Beispiel zu machen. Und Sie sehen, dass heute in vielen Bereichen zunächst einmal Simulationsmodelle gebaut werden in der Konstruktion und es geht ja bis zu Klimamodellen, die vielleicht, kann man darüber diskutieren, ob das so gut ist, aber ich sage mal in der Konstruktion, bei Autos etc., wo sie einfach am Computer Eigenschaften ausprobieren, verlässlich ausprobieren und damit sich enorm viele Fehlwege im physischen Produzieren sparen können. Nicht? Oder bei Clinical Trials, also wenn sie neue Medikamente reinbringen werden oder jetzt, wenn die Entschlüsselung des Genoms kommt und alles diese Themen. Es geht ja alles mit Software, geht ja mit nichts anderem. Und deswegen ersetzt Software natürlich in gewisser Weise auch an manchen Stellen die Hardware. Nicht? Wie wir gerade sagen, statt dass ich Modelle baue und eins nach dem anderen verschrotte, mache ich diese Simulation am Computer. Und wenn ich etwa weiß, wo ich hin will, dann habe ich vielleicht 5 Schritte gespart und baue den 6. Schritt. Insofern kann man schon sagen, dass das Software die wichtigste, aus meiner persönlichen Sicht, die wichtigste Ingenieursdisziplin werden wird. Werden mir nicht alle zustimmen. Denn es wird keine Innovation geben in der Zukunft in anderen Bereichen ohne die Kombination mit Software. Insofern hat sie eine Schlüsselfunktion. Und dann haben wir in Deutschland tatsächlich ein Problem. Wenn immer ich in Juries begutachten muss, in welchen Bereichen bestimmte Cluster in Deutschland noch mehr zur Spitze gebracht werden können, das können Themen aus Biotech sein, das können Themen aus der Medizin sein, das können Themen aus der Produktion oder Logistik sein, kommt sehr häufig, wenn man fragt, was ist denn eine Barriere, die Frage, dass wir nicht genügend ausgebildete Softwareingenieure haben. Das kommt sehr, sehr häufig. Also würde ich sagen, wir sind gut aufgestellt, weil die Innovation liegt immer in der Kombination Software und etwas, ne? Software und Betriebswirtschaft war die SAP, Software und Gesundheit, Software und. Das ist gut, weil wir dieses Und so gut haben. Wir müssen aufpassen, dass wir genügend Softwareingenieure ausbilden.